Hallo, guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt hier Ende Februar 2022 und ich wollte euch mal kurz hier ein kleines Update geben, was wir jetzt hier mit dem Garten machen. Nicht wundern, wie es gerade aussieht. Das ist sozusagen jetzt erst Saisonstart, aber die Sachen müssen jetzt angefangen werden. Und ich habe gedacht, ich mache ein kleines Video und zeige euch einfach mal, wie man so eine regenerative Permakultur eben im Februar zu pflegen hat. Upsala, natürlich ruft genau jetzt jemand an. Sekunde. Gleich ausbuddeln, ich bin auch gerade zweimal drüber geflogen. So, okay, kann jetzt dann weitergehen. Jetzt drehen wir mal die Kamera auf den Kopf, dass ihr wieder meine Vogelperspektive habt. So, ich denke, das ist eine ganz gute Einstellung hier. Ja, oder? Hoffentlich. Okay, also ich mache jetzt wirklich nur kleine Erklärungen, weil sonst dauert hier das Video wahrscheinlich 5 Stunden. Ich versuche es runterzubrechen auf das Maßgeblichste. Wir haben hier eine Brombeerhecke, die wuchert uns immer wieder rüber. Und Brombeeren abzuschlagen in den Gartenbereichen definitiv. Da werden auch die Wurzeln mit dem Spaten rausgenommen. Aber wenn man schon so eine wertvolle Hecke hat, das ist Natur, die bleibt so wie sie ist. Aber wenn die Triebe zu lang werden, dann schneide ich die nicht ab, sondern nehme die Pflanze und drücke die Triebe wieder in den Busch rein. So kann man das Wachstum von der Brombeere wunderbar eingrenzen, weil die würden sich ja wie Rosen auch nicht selbst erwürgen wollen. Wenn man die Triebe abschneidet, dann hat dann Effekt, dass es einfach doppelt so schnell wachsen tut. Und diese ganze Fläche hier, wo so ein bisschen wie so eine Mulde hier erscheint, das ist das, was jedes Jahr von neuem umgepflügt wird, eben so lange, bis endlich mal der Boden in Anführungszeichen unkrautfrei ist. Das Umpflügen hat dann hier natürlich auch einen Vorteil, dass ich mit dem Pflug hier wirklich ganz an die Grenze von der Hecke kommen kann und dann deswegen einfach hier ja, freischneiden kann. Und dann kommt hier feinkrümelige Erde hin durch den Pflug und kann dann mit Bienenweidesaatgut bestückt werden. So eine kleine Schattenecke ist für eine Bienenweidefläche auch gar nicht mal so übel, weil so kann es im Sommer nicht so schnell austrocknen. Und hier ist gerade die nächste landwirtschaftliche Technik. Immer wenn ich umpflüge, dann wird sozusagen das ganze lose Erde hier rüber geschoben auf den Hügel. Der Hügel hat einseitig schon mal eine Trennung, und zwar hier diese Hölzer. Aber innen drin haben wir dieselben Hölzer, einfach nur als Wasserspeicher. Wir haben hier eine Aster drin, dann haben wir hier ein riesiges Lavendelfeld. Naja, gut, sind es einfach nur Stecklinge und Jungpflanzen, aber es wird ja mehr und größer über die Jahre. Jetzt ist dann auch der richtige Zeitpunkt, die Büsche und Bäume abzuschneiden und Stecklinge zu machen. Beispiel, ich habe zwar jetzt keinen Zwicker dabei, aber nur, dass man es kurz mal gesehen hat. Steckling machen, so einfach. Hier alles abziehen. Ich weiß, sieht rigoros aus, macht aber botanisch Sinn, weil so kann jetzt dieser Steckling die ganze Energie in die Wurzel schießen und gibt mir dann so eine neue Jungpflanze. Und wie gesagt, wir wollen ja hier ein dichtes Lavendelfeld haben, deswegen könnte man sagen, wir stecken den Steckling hier in die leere Fläche rein. Hups, jetzt ist er kaputt gegangen. Ist egal, ich wollte es ja auch jetzt nur zeigen, wie das geht. Dann haben wir bei manchen Bäumen, zum Beispiel hier den Bienenbaum, immer eine Umrandung gemacht. Eine Umrandung von Bäumen ist doch sinnvoll, weil so können wir ja gleich Bienenweide mit Bienenweide kultivieren. Hier zum Beispiel wächst Bohnenkraut raus und diese eine Pflanze habe ich noch völlig vergessen, wie die heißt. Die blüht im Juni, Juli in Rot. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber es ist auch eine ganz tolle Pflanze und hin und wieder wachsen natürlich diese Naturpflanzen raus. Das war jetzt eine Nachtkerze. Die darf dann da auch einfach weiter wuchern. Solange es Bienenweide ist, darf es wachsen. Ja, und hin und wieder tun wir einfach andere Büsche rein. Hier zum Beispiel ist eine Orangenblume, die ist ganz dufte und ernährt auch die Tiere. Das, was wir hier sehen, ist ja der Anfang einer Benjeshecke. Ihr seht schon, der Anton steht da oben und macht jetzt noch ein paar Nebenäste weg. Auch hier wieder schön mit den Steinumrandungen. Die Äste, die wir jetzt hier abschneiden, werden teilweise wieder reingesteckt als Stecklinge.
Aber auch andere Blühpflanzen werden hier abgeschnitten und kommen als Steckling hier in die ganzen Lücken rein. Und das, was ich hier gerade umrandet habe, wird später eine richtig schöne blühende Benjeshecke mit x vielen Blühpflanzen drin. Und genau hier in der Mitte wollen wir dann so eine Art Erlebnisraum etablieren. Und das sind wir auch gerade beim nächsten Thema. Zum Beispiel hier diese Brombeeren. Die muss man mit dem Spaten rausholen. Geht nicht anders da. Die müssen wirklich gezogen werden, sonst hat man damit einfach keine Freude. Hier, wo ich jetzt stehe, wird dieser Baumstamm aufgestellt als Klotzbeute, wo die Leute Naturbienenvolk anschauen können. War ein ganz schöner Aufwand, den hierher zu karren. Ohne LKW ging es gar nicht. Hier sind Weiden. Die wachsen so in der Natur nicht. Das war ich. Die habe ich einfach abgeschnitten, weil ich möchte hier ganz lange Äste haben. Und diese Äste werden später genommen, gebogen und mit der oberen Spitze wieder hier in den Boden reingesteckt. Und so entsteht dann ein Tunneleffekt, also sprich ein lebendes Haus, ein lebendes Weidehaus. Hier kann man auch schon so die Anfänge einer Benjeshecken-Technik erkennen. Tothölzer werden links, rechts, quer und verbogen in die Hecke reingestemmt. Und dann ist eben ganz wichtig, dass die ganze Hecke einmal im Jahr immer wieder auf, keine Ahnung, Kopfhöhe oder 2 Meter abgeschlagen wird. Sonst habt ihr halt irgendwann einen Wald, den man dann auch nicht mehr bewirtschaften kann in dem Sinne. Zum Beispiel hier einfach Hartriegel. Da gehe ich tatsächlich relativ rabiat vor, nehme einfach meine Machete und schlage das Ding ab. Ich weiß, ein Gärtner wird mich jetzt dafür bestimmt verunglimpfen. Ich muss aber auch sagen, hey Leute, das ist Natur. In der Natur bricht auch mal ein Stamm einfach ab und fliegt irgendwas drauf. Und dann sieht es genauso aus und die Natur kommt damit klar. Und der Einsatz von der Machete bei solchen landwirtschaftlichen Techniken ist einfach eine Zeitfrage. Beispiel, ich habe hier die gerade Linie geschnitten, letztes Jahr im Sommer, in 2 Minuten Arbeitszeit mit der Machete. Hätte ich es jetzt mit der Gartenschere gemacht, wäre ein halber Tag drauf gegangen. Dann haben wir hier einen wunderbar blühenden Duftjasmin. Der wird hier von den Brombeeren angegriffen. Ich gehe jetzt hier mit dem Freischneider rein. Also in dem Falle nutze ich tatsächlich grobe Maschinen, Kettensäge und Freischneider, weil es einfach schneller geht. Und umrunde den ganzen Baum, dass man da wieder so einen Erlebniskurpark außenrum hat. Ist wunderbar, das anzugucken im Juni, Juli. Da blüht nämlich der Duftjasmin. Wir kommen zu den Hochbeeten. Ihr seht schon, wie es hier bei mir aussieht. Man vermeint gar nicht, dass hier so viel Leben und Energie drin ist. Ist es aber. Und ganz bewusst habe ich hier auch bis jetzt noch nichts gemacht. Weil ganz wichtig ist, wenn ihr Wildbienen unterstützen wollt, lasst die Bäume, Pflanzen, Büsche in Ruhe, bis der Frühling beginnt. Weil in hohlen Stängeln überwintern die ganzen Wildbienen drin. Beispiel hier, das war jetzt ein Alland, der ist jetzt nicht hohl, was aber nicht heißt, dass da keine Tiere drin sind, weil die Wildbienen teilweise fressen sich ja auch ihre Hohlgänge rein, explizit wenn es eben ganz weich innen drin ist, dann nisten die da drin. Und deswegen gilt bei einer regenerativen Permakultur in diesen Anlagen, dass wir unsere Büsche und Pflanzen, wo da hochschießen, wirklich erst um die jetzige Jahreszeit dann runterschneiden. Zum Beispiel hier, das ist jetzt ein, wie heißt der nochmal? Muscatella-Salbei. Der treibt ja wieder von vorne raus. Das sind seine frischen Blätter. Und jetzt kann das alte weggebrochen werden oder abgeschnitten. Jedes Stückchen ist übrigens kompostierbar und verbleibt innerhalb des Grundstückes. Ich nehme zum Beispiel einfach die Brombeerhecke und weg damit. Auch hier übrigens wird überall reingepflügt. Ja, auch so Johannisbeerchen und so, das wird jetzt erst dann angefangen runterzuschneiden, wenn es überhaupt nötig ist, weil ich bin ein großer Fan von Sepp Holzer und von anderen Permakulturleuten, die das ganze Ding ins Rollen gebracht haben. Und es macht einfach biologisch Sinn zu sagen, so wenig schneiden, wie es einfach nur geht. In der Natur wird auch nichts rumgeschnitten und letzten Endes destabilisieren wir ja auch Bäume, wenn wir rumschneiden. Also besser ist es einfach wachsen lassen.
Wenn es aber aus optischen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders ergeht, muss man halt auch mal einen Baum runternehmen. Ist dann auch okay. Ja, auch hier gerade so das nächste Hochbeet, zum Beispiel hier die Minze, ist noch gar nichts abgeschnitten. Das sind jetzt Sachen, wo jetzt alle kommen. Da wird mit der Gartenschere hier runtergeschnitten und dann können die ganzen neuen Triebe hier wieder hochschießen. Dasselbe gilt auch für fette Henne. Im Winter alles drauf lassen, dass die Tiere Unterschlupf finden. Im Frühling kann es dann weg, einfach damit es auch optisch besser aussieht. Hier sieht man übrigens, fette Henne ist innen drin hohl. Ja, also sprich, hohe Wahrscheinlichkeit, dass da Wildbienen drin waren. Übrigens, wenn es jetzt um den genauen Zeitpunkt geht, wann man einen Garten aufräumt, also speziell auf das Thema Wildbienen, da kann ich nur sagen, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Man erwischt immer irgendwo irgendwelche Tiere, aber den geringsten Schaden kann man halt anrichten, wenn man es im Frühling macht. Wenn man es im Spätjahr macht, beraubt man komplett den Tieren die Habitate. Und wenn man es im Frühling jetzt vor der Blüte anfängt runterzuschneiden, dann ist eben, das ist der kleinste Impact. Beetanlagen sieht jetzt noch schnuddelig aus, wir sind auch noch nicht ganz fertig, wird aber ganz hübsch. Hier zum Beispiel in diesem Beet, da wächst einfach Spargel. Hier. Das ist der Spargel und Spargel ist eine ganz tolle, wertvolle Bienenweide. Ich will den auch gar nicht essen, sondern das ist wirklich für unsere Tiere. Spargel hat übrigens roten Blütenpollen und extrem hohe Werte an Nektar und Pollen. Das heißt für Insekten wirklich eine ganz tolle Trachtpflanze. Wissen viele nicht, weil im Regelfall wird es ja geerntet, bevor das Ding wachsen tut. Auch hier wieder, ich schmeiß nicht irgendwie meine Buschanlagen in den Acker rein, das würde schief gehen. Beispiel, wir können einen Tulpenbaum selbstverständlich ins Gras setzen. Ja, versucht es mal mit, was haben wir da für ein Beispiel? Ja, hier nehmen wir doch mal den Buchs. Buchs ist übrigens eine wunderbare Bienenweide. Man darf es nur nicht schneiden, sonst verlieren wir die Blüten. Übrigens, der Buchsbaumzünsler richtet nur dann Schaden an, wenn die Pflanze runtergeschnitten wird und vergewaltigt. Wenn man die einfach wachsen lässt, passiert da gar nichts. Und ich habe da auch die entsprechenden Beweise zur Hand. Ich habe x viele Kunden, die haben richtig große Buchsbäume, Büsche und da ist überhaupt keine Raupe dran. Beim Nachbarn nebendran, der hat rumgeschnippelt und der Buchs ist kahl. Also hier so ein kleines Beispiel, wenn ihr so Bienenweide in diese Steinhaufen setzt, dann habt ihr halt viel Vorteile. Die Pflanze kann dementsprechend mehr Feuchtigkeit speichern, weil die Steine eben nicht so schnell austrocknen außenrum. Und für mich ein sehr wirtschaftlicher Vorteil ist, sieht einfach optisch geil aus, beherbergt ganz viele Tiere innen drin, zum Beispiel Eidechsen, Schlangen etc. Und ich kann halt nicht absägen. Ne? Also bei so Büschen, Bäumen mitten in der Graslandwirtschaft, wie oft bin ich doch dann aus Versehen im Freischneider mal drüber gegangen oder drüber gelatscht. Ich weiß noch, vor 2 Jahren habe ich mit Anton ein Bienenvolk rückwärts rausgetragen. Es war ein anderes Gelände und bin rücklings über meine Albizie drüber gelaufen. Ja, direkt unten abgebrochen. Das hat mich sehr geärgert. Sowas hier sieht auch noch schnuddelig aus, soll aber später einen Naturteich geben, wo dann der Wasserkreislauf hier reingeht. Und dann sind wir auch hier gleich beim nächsten Thema. Wir haben hier ein Vertikalbeet. Sieht jetzt auch noch schnuddelig aus, weil es noch viel zu früh im Jahr ist, aber hier auf dem ganzen Vertikalbeet, da wachsen dann nachher die Erdbeeren. Und wenn man zwischendrin das Unkraut ein bisschen rausnimmt, also sprich dieses Gras, dann etablieren sich die Erdbeeren so weit, dass man dann später sagen kann, ich brauche kein Gras mehr rupfen, weil eben die Erdbeeren in dem Fall dominant werden. So, was kann ich noch zeigen? Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Vertikalbeet, ein Tiefbeet. In Tiefbeete setze ich alle möglichen Pflanzen rein, die dieses Problem haben, dass sie unterirdisch austreiben. Zum Beispiel die Fiederspiere. Wenn ihr die Fiederspiere irgendwo hinpackt, ihr habt sie überall. In so einem tieferen Beet bleiben die Bodenausleger möglichst hier in dem Bereich. Und wenn sie doch zur Seite rausschießen könnten, dann schneide ich sie einfach ab oder buddel sie aus. Hier auch die Hochbeete, die sind jetzt vom letzten Jahr neu angelegt. Da wird dann auch bald Zeit, die Gräser rauszuholen und die Beikräuter, wie so ein Zeug da zum Beispiel oder Grasbüschel.
oder auch Brennnesseln etc. fliegt alles raus, damit dann die Kulturpflanzen, wie zum Beispiel hier die fette Henne, wieder Lebensraum bekommt. Oder hier der Sonnenhut, den sollte man auch nicht zuwuchern lassen. Das ist auch hier wieder ein ganz tolles Beispiel, warum diese Hochbeete so effizient sind. Ihr könntet so einen Sonnenhut, versucht es mal da ins Gras zu setzen, es geht schief. Hier in so einem Hochbeet funktioniert es wunderbar. Und die Hochbeete bieten übrigens permanent diese Habitate. Wir haben zum Beispiel hier unten drunter Hohlräume drin, wo, wenn ich jetzt ein Hummelnest umsiedel, brauche ich bloß ein paar Steine lüpfen und wieder was Neues oben drüber bauen. Dann haben wir hier ein Hummelnest drin. Manchmal gehen die auch einfach von alleine rein. Oder auch hier das Hochbeet, da haben wir hier eine ganze Linie von Quendel angesetzt. Das ist eine Bergminze und der wird jetzt auch dann hier abgeschnitten, darf dann neu austreiben. Und wenn wir weiterhin Quendel haben wollen, dann muss man halt tatsächlich diese ganzen Gräser in der Mitte, die müssen rausfliegen. Sonst klappt das nicht. Hier, wow, also ich freue mich schon richtig auf den Frühling. Das wird bestimmt ein tolles Bienenjahr. Hier unser Kriechthymian. Hier kommt der, ach verflucht, wie heißt die Pflanze nochmal? Der Germander, Edelgermander haben wir hier drin, auch eine tolle Bienenweide. Dann haben wir hier Zitronenthymian, hier in der Mitte ein Bastardindigo und Salbei und hier eine Camulepsis. Das ist eine... Jo, Anton, wie heißt nochmal die Camulepsis auf Deutsch? Was? Die Camulepsis. Die haben wir hier reingesetzt. Fette Henne? Nee, die wächst nebendran. Da wo auch die Früchte dran kommen, ist eine Zierpflanze. Früchte kann man essen. Gucci-Beere. Nein, keine Gucci-Beere. Zierquitte, richtig? Camulepsis ist Zierquitte. Okay, also wir haben es, Camulepsis. Das ist das Problem, wenn man ca. 900 Bienenweiden im Kopf hat, man vergisst andauernd welche. Und immer wenn man dann davor steht, dann in der Sekunde fehlt das Wort und wenn die Kamera aus ist, dann fällen einem die anderen 100 alle wieder ein. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Ich könnte jetzt da hinten gerade noch weitermachen und ich könnte auf den anderen Grundstücken auch noch weitermachen. Aber dass ihr jetzt so einen groben Überblick habt, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und es würde mich ganz, ganz, ganz arg freuen, wenn ihr mal bei permabees.org reinschaut, weil das ist ja unser neues Naturschutzprogramm, wo wir auch weltweit aufspannen wollen. Und ich sage so, wie es ist, ohne euch schaffen wir das nicht. Wir brauchen euch, damit wir dieses Projekt hier auch etablieren können. Wir freuen uns über sämtliche Inspirationen, die wir dort bekommen können. Und natürlich auch über jeden Euro, über jede Hilfe. Guckt es euch einfach an, permabees.org. Und zum Abschluss möchte ich euch doch noch einen ganz tollen Frühjahrsblüher zeigen. Da haben wir übrigens auch gerade ein Tierchen drauf. In dem Fall ist es eine Fliege. Das da hier ist ein Viburnum botnantense. Keine Ahnung, was das heißt. Gucken wir auf Deutsch an. Ja gut, Viburnum Schneeball, oder? Nee, weiß ich nicht, aber ihr seht es ja hier, Viburnum botnantense und das ist eine ganz tolle Bienenweide. Die duftet und tatsächlich gehen da Honigbienen gar nicht rein, weil die Nektarien zu tief sind, wie beim Schmetterlingsblüher. Aber Wildbienen, die klein genug sind und auch Hummeln mit größeren Zungen, die kommen dann an solche Pflanzen hin. Deswegen lassen wir das gerade noch in der Begrifflichkeit als Bienenweide laufen. Gut. Ich hoffe, die 20 Minuten unserer regenerativen Permakultur haben euch alle gefallen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss. So, also ich mache hier gerade noch mal eine kleine Rückblende. Nach dem Erklärungsvideo, was wir davor hatten, würde ich jetzt ganz gern zeigen, was wir zu dritt in, glaube ich, 4 oder 5 Stunden Arbeitszeit geschafft haben. Das ist übrigens hier der Anton von Permabees. Der hat hier fleißig geschafft und die Benjeshecke schon mal angefangen. Also wie gesagt, das sieht alles jetzt noch wild aus, aber das wird noch eine richtig schöne Nummer. Mir tut es ein bisschen weh, dass wir jetzt hier tatsächlich die Weidenkätzle einfach weggenommen haben. Auf der anderen Seite, wir müssen das, weil guckt euch mal die Weide an. Das wird so ein Brecher wie
die Weide da vorne, also ein richtig großer Baum. Und irgendwann darf ich ja als Landwirt das nicht mehr abfällen. Deswegen gilt halt bei so einer Benjes-Heckenanlage, wir wollen da ja keine Bäume hochziehen, sondern eine Schnittkante etablieren. Und deswegen wird eben die Weide hier Step by Step jetzt runtergenommen. Wir lassen jetzt logischerweise für die Insekten noch die Weidenkätzchen drauf und das kann dann eigentlich erst im Spätjahr wieder runter, weil in der Saison darf man ja nicht rumschnippeln. Zumindest nur geringfügig. Genau, hier haben wir ordentlich mal die Brombeerhecke bearbeitet. Das habe ich ausschließlich mit einem Freischneider gemacht. Muss mal so ein bisschen hochgehen mit seinem Sägeblatt, aber das funktioniert schon. Ne? Und jetzt sozusagen alles vorbereitet für jetzt im Frühling dann hier den Durchflugaktion. Haben wir einfach Platz geschafft. Und übrigens die ganzen Hölzer, wo wir hier rumfahren, schmeißen wir immer auf die Brombeerhecke oben drauf. Das gibt ja hier wunderbar Nist- und Brutmöglichkeiten für x viele Tierchen, Igel und Vögel und weiß der Geier was. Dann habe ich hier den Duftjasmin bearbeitet. Ne, der ist ja abgekippt. Wenn ich den nicht mit der Kettensäge hier platt gemacht hätte, dann besteht einfach Bruchgefahr. Da war ja noch, also es ging ja 3 Meter hier noch raus. Habt ihr ja vorne im Video gesehen. Jetzt haben wir den richtig freigelegt. Jetzt kann der Busch wieder richtig atmen. Und auch hier haben wir alles, was im Freischneider platt gemacht worden ist, haben wir jetzt hier Richtung Hecke gekippt. Das gibt dann diese, diese Abteilungen im Garten. Ne? Also hier muss man halt in Zukunft gucken, dass dann da kein Bewuchs mehr ist. Ne? Und so Reisighaufen, die fliegen dann einfach wieder hier oben drauf. So, nächster Schritt wäre dann zum Beispiel hier diese Ansicht von den Hochbeeten. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert, aber ich zeige euch die anderen Beete, weil da haben wir jetzt echt schon was geschafft. Hier zum Beispiel sind diese ganzen längeren Triebe jetzt abgekattet worden. Das war jetzt die Bartblume, die haben wir runtergeschnitten und die Stecklinge haben wir ganz nach vorne gebracht. Das zeige ich heute aber nicht, da bin ich jetzt zu faul hinzulaufen. So Salbei, das dauert noch, den runterzuschneiden. Das kommt aber auch noch bald. Und ja, auch hier der ganze Quendel ist runtergeschnitten, kann dann hier jetzt wunderbar neu austreiben. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Die Artischocke, die kommt dann auch irgendwann, hier kommt sie schon wieder, die Artischocke. Hier muss man mit der Erde noch ein bisschen nachbessern, da waren wohl Tierchen am Werkeln. Die Astern haben wir runtergenommen. Hier in dem Hochbeet, glaube ich, haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Nee, das sieht noch völlig unbearbeitet aus in der Tat. Aber ihr seht, hier habe ich ordentlich durchgeschnitten. Und die ganzen Brombeeren weg. Und das ganze Kleingehölz auch mitgenommen. Liegt jetzt noch lose rum. Das wird jetzt auch dann an die Ränder aufgetürmt. Schmetterlingsflieder haben wir teilweise schon runtergeschnitten, wobei da geht noch mehr. Schmetterlingsflieder kann man ja eigentlich direkt aus Holz runtersetzen, dass der wieder schön dick austreibt und alles, was man abschneidet, bietet wieder einen Steckling für die nächste Benjes-Hecke. Ja, hier bei dem Hochbeet ist wirklich viel passiert. Ihr habt es ja vorhin gesehen, das war wie Kraut und Rüben. Und jetzt sieht das alles wieder richtig sauber aus. Ja, hier muss er noch ein bisschen abmachen, aber ansonsten kann man das doch schon so lassen. Wie gesagt, ist jetzt auch noch nicht richtig Saisonstart, das wird noch alles schöner hier. Ist jetzt erst Anfang März, noch nicht mal. Ja, ich glaube, so als Rückblende reicht jetzt der Blick. Und was ich vielleicht zum Abschluss sagen muss, ich finde es immer so ultramäßig begeisternd, weil wenn ich mir so überlege, dass andere landwirtschaftliche Techniken doch wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, dann kann ich sagen, bin ich wirklich stolz auf das, was wir hier mit regenerativer Permakultur schaffen, und zwar mit einem kleinen Team in wirklich einem halben Tag Arbeitszeit hier einfach schon so viel geschafft. Und das ist einfach bahnbrechend. Ne? Das liegt einfach an der Anlage von diesen Kulturen. Stellt euch vor, das alles wäre hier mitten im Gras drin. Keine Chance, da ist Arbeitszeit endlos und da muss auch viel wässern. Und
nachlegen mit anderen Techniken und dank dieser Hochbeete hier geht es einfach relativ fix in der Verarbeitung. Ja, ich würde sagen, so als Rückblende lassen wir das mal so und ich halte euch logischerweise auf dem Laufenden, wie es hier mit der Permakultur in Wolfer 2 auch weitergeht. Ganz spannend bleibt nämlich das Thema abzuwarten, was jetzt mit der Anzeige passiert. Weil ich bin ja dieser kriminelle Imker und habe hier illegale Steinablagerung gemacht, obwohl in dem Vertrag drin steht, dass Trockenmauern und Bienenweide erwünscht ist, sogar ein Teich ist erwünscht. Das habe ich alles getan und habe dann vom Liegenschaftsamt eine Anzeige bekommen. Ich werde das alles veröffentlichen, auch zum Thema Rechtliches, weil das ist ja mitunter auch leider meine zugetragene Aufgabe, hier in dem Bereich aufzuklären. Und ja, also die Anzeige kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ne? Weil wenn das hier illegal ist, dann muss ich mich echt wundern, was dann das da drüben ist, wo der Landwirt durchackert, Spritzmittel benutzt und Düngemittel benutzt. Ne? Da hinten fährt er mit seiner Spritz und Pflug rum. Das ist okay und das da soll illegal sein. Also Verständnis habe ich dafür nicht und ich werde mich auch mit meiner Person dafür einsetzen, dass das eben erwünscht ist, legal, und ich hoffe, dass ich die Leute damit auch inspirieren kann. Tschüss!